wäre schon sehr unwahrscheinlich. Rein ins Pickbar Nummer 3. Bitte, bitte, Fnatic. Alles anspannen. Hoffen wir mal bitte, bitte wirklich, dass sie einfach aufhören, Skillchecks zu nehmen. Skillchecks in Landing Phase sind nicht in unserem Interesse. Skillchecks im Late Game haben wir gerade Loki sogar gewonnen. Und wurden lediglich outscaled. Von vor allem Aso, aber auch von Canyons K6 im allerletzten Team weiter. Davor hat Canyon ordentlich missplayed. Aber ich würde mir wirklich einfach wünschen, dass wir Landing Phase aus dem Weg gehen. Wir haben jetzt mehrmals gesehen, wir verlieren Landing Phase 1v1 und 2v2. Hört auf, gegen Genji zu lane, spielt Lane-Swap-Szenarien an und werdet glücklich. Was, glaube ich, den gesamten Chat jauchzt und frohlocken lässt, ist dieser Kessante-Mann. Wir haben sich sehr viele Leute immer wieder gewünscht, dass er gegen Keen endlich erfolgen soll. Und da ist er. Timon hat nicht Kessante gemacht und ist daran gescheitert, an diesem Bollwerk von Keen. Fnatic hier in Game 2 auch gegen Kessante auf jeden Fall gestruggelt, genau wie in Game 1. Jetzt hier in Game 3 wird Keen einen neuen Top-Liner zeigen müssen. Das erste Mal, dass wir Keen in MSI sehen. Genji war ja für die Mainstage qualifiziert, deswegen ist das erste Best of 5, wo sie spielen heute. Fnatic schon ein, ja, also öfter gesehenes Gesicht. Kalista raus, Senna raus. Picken wir Lucian oder Varus First Pick? Wenn ja, werde ich traurig. Ich hoffe auf Talia persönlich und auf Laneswap mit Jinx oder Aphelios. I don't care, welcher von beiden. Am liebsten würde ich eine Talia haben oder meinetwegen auch den stärksten Jungler. Ah, wir gehen Varus. Okay, ich bin Ted. Also spielen wir gegen Lucian oder gegen Draven. Normalerweise Lucian Nami. Dann hoffen wir, dass wir mit Ashe und Varus dagegenhalten können. Das ist unsere Draft-Philosophie. Jetzt sind die beiden Boys hier gefragt. Pace und Lance, die ihr da beide sehen könnt. Der Coach geht auch direkt zu ihnen. Was wollt ihr spielen? Seid ihr auf Lucian Nami? Confident. Und da wollt ihr eher Richtung Draven gehen. Pace sagt, ey, mein Draven ist nicht so geil. Bitte pick mir Lucian. Also wird, ja, ist so leicht zu predicten, was passiert. No joke. Da ist Lucian Nami. Jetzt müssen wir Ashe spielen. Wir haben keine andere Wahl. Also wir werden jetzt auf jeden Fall Ashe einloggen. Und dann ist halt die Frage, nehmen wir Midlane oder Jungle mit. Normalerweise in dieser Art Fistfight-Szenario gehen wir Sinsau. Das Ding ist aber, wenn Fnatic möchte, können sie in der zweiten Runde wahrscheinlich noch Volibear picken. Volibear wäre auch fein mit der Kombination. Also könnte man Talia gehen und dann später Volibear. Ich glaube aber, wir werden uns für Sinsau entscheiden und Humanoids Pick aufheben. Also spielen wir für Botlane und nehmen den 2 gegen 2 Skillcheck auf Botside. Und wir werden auch das 1 gegen 1 in der Mitte gewinnen müssen, denn damit spielen wir Botside. Deswegen Marik Brasda, was wirst du einloggen? Ist es die Talia oder ist es der Sinsau? Alles andere würde mich überraschen. Lanes. Nein. Nein, not again, not again. Oh, not again. Das ist Game 1 gegen Top East. Och, hört auf, glücklich zu sein. Warum sind da so viele glückliche Paare? Hört auf, Herzen zu machen. Hört auf damit. Sound mag ich nicht. Wir haben in Game 1 zwischen Top Esports und Fnatic Sion gesehen und Fnatic hat nicht gelaneswappt. Es ergibt auch keinen Sinn, Sion zu draften, wenn wir Ashe Varus picken und obviously 2 gegen 2 spielen. Ist sogar ein winning Matchup in Laning Phase für Ashe Varus. Ashe Varus gewinnt gegen Lucian Nami und verliert im Midgame. Warum picken wir dann Sion? Es erschließt sich mir nicht. Und Fnatic hat es auch sich nicht erschlossen, denn ihre Antwort war, ey, wir lane einfach normal und picken Sion Top Lane. Und dann verlieren wir halt Laning Phase auf Top Lane gegen 369. Boah, Landing Phase Top Lane gegen Keen verlieren, nicht unwahrscheinlicher, ne? Von daher, bisher mag ich Sion nur, wenn wir Lane swappen, aber selbst wenn wir Lane swappen, ist der Champion auch nicht gut. Also, er schließt sich mir nicht, warum Sion gut hier ist. Ich weiß es nicht, verstehe ich nicht, finde ich kacke. Stinkt. Stinkt, 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 es stinkt. Fairerweise hat Oscar da, ja, ist 0-4 gegangen gegen den 369 Cassandra, der ist gebannt, das ist gut. Aber ja, wir haben eigentlich Winning Matchup und wir haben als Sion dann, wir haben Sion gepickt das letzte Mal bei Fnatic mit Aphelios und Lulu, mit Doppel-Demolish, mit Lane-Swap-Szenario und haben dann normal gegen Lucian Nami gelaned. Jetzt spielen wir wieder gegen Lucian Nami, haben wir andere Champions gepickt auf Botlane, also werden wir 2 gegen 2 spielen. Jetzt sind Midlane eingeschränkt, die beiden Best-Midlane, die noch offen sind, eigentlich natürlich Azir und Talia. Beide sind Shobis mit Most-Play-Champion, seine Top 3 sind Azir, Talia und Corki. Das heißt, ein logisches Szenario, das Shobi mögen würde, wäre entweder er blindpickt jetzt hier Azir und ist happy, oder er pickt Aurelion Soul into Azir und ist auch happy. Von der Humanoid, er grinst, was möchte er spielen? Bannen wir A-Soul und geben Azir Pick rüber und picken dann LeBlanc? Lassen wir beide offen und geben Shobi Azir und spielen selbst A-Soul? Wir bannen Tristana, was ein weiterer vorbereitender Pick ist für Azir. Also Humanoid hat irgendwas gekocht. Ich weiß nicht genau was, wenn es nur A-Soul wäre, wäre ich jetzt nicht überrascht. Aber Shobi, ne, der denkt auch gerade so, er bereitet einen Bann für Azir vor. Die wollen Azir spielen. Obviously. Der Vayne-Pick darf nicht erfolgen. Vayne ist insane gegen Sion. Wir müssen Lane swappen. Wir müssen Lane swappen. Wir müssen Lane swappen. Wir müssen. Aber das ist... Was ist das für ein Pick von Genji? Wie, das ist so disrespectful. Es ist so disrespectful. Das hat Keen mehrmals im Finale gebannt gegen Zeus. Natürlich, weil, boah, Zeus pickt immer Vayne in sehr wichtigen Games. In den letzten paar Tagen hat er das immer wieder gemacht, in den letzten paar Tagen der Playoffs der LCK. Unter anderem gegen Doran, unter anderem gegen Keen. Unter anderem gegen mich. Dreimal in Competitive gespielt. Ah, ein Dritter davon war gegen Tolkien, lol. Yours truly. War ein geiler Tag. Nicht für mich, aber für ihn. Und ich mag den Pick gar nicht. Vayne ist fucking illegal. Der Pick ist einfach Vayne und jetzt werden wir Lane swappen müssen.
Wir picken Blind Pick LeBlanc. Also, das ist so die Ansage von Junot gewesen, ne? Ich werde dich countern, wenn du Azir gehst. Was hast du gegen meine LeBlanc vorzuweisen? Wisst ihr, was geil wäre? Da muss ich auch direkt mit Tombstone casten, wenn es das Sander gepickt wird. Ein Oldschool-Counter gegen LeBlanc. Ist auch in dem Game gar nicht schlecht, tatsächlich. Aber das Sander selbst ist halt so ein richtig Drecks-Champion, der einfach nicht gepickt werden darf, also. Aber then again, du brauchst noch ein bisschen mehr Frontline, ein bisschen mehr, ja, der logische Pick. Der logische Pick ist Azir, nicht Aso. Azir ist logische Pick. Am Ende kriegt also, du bannst einfach 50.000 Midlaner raus. Ah, es wird doch Ace-Hole, nevermind. Okay, das ist vielleicht von Vorteil. Damit haben wir definitiv ein Winning-Midler-Matchup. Ob Level so 6 ist, weil davor gewinnt LeBlanc nicht gegen Ace-Hole. Ace-Hole hat mehr Push als sie. LeBlanc hat nicht genug AOE-Spells, um die Wave zu farmen und wegzukommen von der Karte. Und ja, die Frage ist, was macht Key mit Vayne Toplane? Oder was macht Key mit Vayne? Weil er muss Double Jungeln. Wenn wir nicht Lane swappen mit Sion gegen Vayne, dann werde ich gegen die Wand kacken. Bei Kathleen und Björn zu Hause, nicht bei mir. Meine Wände sind mir wichtig, aber deren Wände? Nee. Das wäre so illegal, weil das Matchup ist einfach lost und wenn Vayne kein Gold bekommt, dann ist sie auch useless. Sion ohne Gold ist ein Tank. Machen wir, nehmen wir mit. Also bitte Lane Swap, wir werden nicht nochmal Lane, right? Ich habe so Angst, dass wir gleich ins Game reinladen. Ich Komet sehe bei Sion. Wenn ich Komet bei Sion sehe, dann werde ich sauer. Ich will Spellbook oder Grasp haben, beides okay, wenn ich da Komet sehe. Gib mir Spellbook oder Grasp. Weil Komet spricht halt für, ich gehe Komet und Scorch, ich mache 3 Punkte E oder 3 Punkte Q und ich gewinne gegen Vayne Lane. Bruh. Bruh. Frage ist auch, wird es der Vayne-Build mit Essence Reaver oder wird es der Vayne-Build mit Voltaic Cycle Sword oder wird es der Vayne-Build mit beidem? Zeus hat ja ganz gerne gespielt für Triforce-Build mit Stormraiser Triforce. Sartorius spielt super gerne in Solo-Queue und auch bei NNO Old hat er reingesubbt für mich, als ich nicht konnte wegen LEC-Finale. Da hat Sartorius, glaube ich, auch den Essence Reaver Cycle Sword Build gespielt. Der ist auch richtig fun zum Zocken. Wird er sehr, sehr schnell und deine erste Q krittet halt richtig rein mit der Celtic oben drauf. Macht sehr viel Spaß zu spielen. Mal sehen, für was sich hier Keen entscheidet. Durch Triforce tendenziell besser für Outplays, für Movement Speed und auch für DPS-Potenzial und Essence Reaver halt für Burst. Warte, wir sehen Sounds Runenseite noch nicht, Chat. Denn er spielt, also seine Passive ist halt da statt seines Kometen. Aber gleich kommt die Runenseite unten eingeblendet. Wir ganken Chovy, ja, Chovy, ja. Komm, zeig die Runenseite. Zeig die Runen. Ja, kein Komet. Wir Lane-Swappen, ohnehin. Der Ward ist der beste Lane-Swap-Bot bei Wölfen, wie immer. So ist es schon seit 8 Jahren. Und jetzt zeig die Runen. Komm, mach an, Riot Games. Da sind die Spieler. Das ist schön. Freut mich. Lehensen ist in deinem Stuhl. Freut mich. Grüß dich, Bro. Spellbook. My man. Oscar ist goated. My man. Ist sehr viel besser natürlich, als wenn es Landing Fest hätte spielen wollen gegen Vayne. Alles andere ist sehr normal. Celerity, Nimbus Cloak auf Keen, Kurios. Ja, noch klar. Lane Swap vorbereitet. Lehens callt den Bluff. Die swappen schon mal präventiv. Aber wir callen das auch. Schon wir von der ersten Wave Level 2 werden. Wir Double Jungle einfach. Sehr gut. Approved von Tolkien Lois. Erstmal, was wir für Lane Swap draften und dafür spielen. Dass wir für Lane Swap so gedraftet haben, finde ich immer noch peinlich. Oh, wir ghosten mit 1 in Mitte rein. Jupp. Lash von Jumelot raus. Keen weiß halt keine andere Zeit, was auf der Karte zu machen. Auch gut von ihm eigentlich. Aufwärts respektiert Midlaner erst den Play auf Level 2, aber jetzt die Level 1 direkt. Wir haben ja gesehen, in Game 1, als Lane Swap angespielt wurde von Gen.G, hat Chovy sogar den Busch gewordet. Jetzt geht Jumelot reindashen, um halt Chovys Q zu unterbinden. Sie hat gesagt, gefällt mir. Keen gankt halt Mitte, aber wir Double Jungeln. Das heißt, wir generieren einen großen Vorteil für Razorg, der zuzüglich auf jedem einzelnen Camp so 400, 500 Schaden bekommt von Sion. Dann wird Sion gleich Toplane TP'en, normalerweise. Oder Toplane jetzt sogar Recon und laufen. Sion will jetzt unbedingt sterben, um die Wave zu farmen. Dann will er nochmal rein TP'en und nochmal sterben, um die Wave zu farmen. Dann ist Sion so circa Level 3, während Vayne Level 1 sein sollte, weil Vayne kann nicht für Waves sterben, wenn er nicht mal Teleport. Heißt, gerade bestrafen wir Gen.G richtig gut. Klar, es ist absolut lästig, dass sie gerade mit Lane 1 gegen 2 Lane. Keen nimmt doch absichtlich keinen Farm oder halt EXP-Wert weg von Chovy. Jetzt wollen sie sogar vielleicht diven gehen, aber ja, Vayne Counterpick Toplane ist halt illegal. Es gibt keine Counterpicks Toplane bei dem Turnier. Lane Swap macht es unmöglich. Die Seite, die Tanks pickt, gewinnt, weil sie halt Lane Swap und dann einen Champion hat und du hast keinen Champion. Lane Swap ist absolutely great at punishing Toplaners. Das kommt. Das ist super geil. Wir sterben. Das ist super. Das ist genau, was wir wollen. Wir gehen drauf für die Wave, dann fahren wir die nächste Wave. Die Frage ist halt, ob wir zweimal sterben müssen, ob wir nur einmal sterben müssen. Ist auch besser gewesen, wenn Oscar Wege statt hätte, um mehr Dinge zu bekommen. Warte, killen sie jetzt seine Leiche, damit er nicht so viel Farm bekommt? Ja, Level 3. Ist Level 3 machbar? Er wird aber sterben und Keen kann nicht. Das ist super für uns. Wie gesagt, Level 3 zu Level 1 gleich. Die werden jetzt sehr far behind.
Du hast Level 2 vielleicht von Top-Wave werden, wenn sie auch noch farmen, wird die Pien zurück. Die nächste 4 Mann darf auf Top-Wave und das ist fein. Oscar wird davon Level 3 werden. Aber er hätte vielleicht ein bisschen später die Pien sollen. Ja, währenddessen gehen wir Bot den Platten for free und wir kriegen zuerst auf Top-Lane. Wir kriegen vor allem XP. Oscar flasht. Er hätte, wenn er zur Wave flashen soll, nicht weg von der Wave. Aber das ist nicht bad von Oscar. Oh, er kriegt vielleicht so. Wir kriegen einen Kill an XP. Wir kriegen noch. Geil. Sehr gut. Das ist ein Solo-Kill für Oscar gerade. An EXP, nicht an Gold natürlich, aber die EXP ist das Entscheidende. Keen ist noch immer Level 1. Das ist so gut für uns. Das ist actually so gut für uns. Das ist super für uns. Wir kriegen das Gold auch halbwegs ausgeglichen über Botlane-Platten, wo der Gegner auch alle Minions verliert. Klar, wir haben nicht wirklich Minions bekommen für EXP, für Gold, aber wir kriegen halt die EXP. Jetzt Keen Level 4, aber Keen muss Loki basen und Botlane war bisher noch niemand von den G. Wir kriegen also 3 Platten von Noah und John. Und wenn die jetzt nochmal Laning Phase spielen würden, sind sie sehr, sehr verbreitet, denn sie haben auch Summoners verloren. Wir haben Double Flash Vorteil auf Botlane im 2 gegen 2. Das im Kontext davon, dass wir auch so ein Erstreich Level 6 sein werden mit Doppel-Ult mit CC, ist halt insane. Das ist sehr gut bezahlt. Das ist insane gut bezahlt. Das ist super für uns. Also jetzt 2v2 zu lane ist ein Träumchen, auch wenn der Lucian 2 Kills hat. Kein Problem, der ist nur 500 Gold vorne. Wir haben Platten bekommen. Wir sind happy, wir sind auch mit den XP-Vorteilen dabei. Ja, Worldpattern Oscar. Den Flash mochte ich nicht so sehr. Er hat auch keinen Spell geflasht, wenn er irgendwie Sejuani Q flashen würde oder so, würde es noch Sinn ergeben. Aber so mochte ich seinen Flash nicht. Der Rest war sexy, dass wir hier halt eine Hansen Solo-Kill bekommen. Gibt halt ein gesamtes Level-Up für ihn, dass er auch noch Pace flashen musste, weil Oscar Level 3 wurde. Insane. Klar, im Early Game Solo-Kill ist nicht so viel wert. Wenn du auf Level 2 Level 1 Champion tötest, ist es nicht so ausschlaggebend wie später. Aber er guckt auf Top-Lane, die gewinnen das jetzt. Der kann jetzt sogar Proxy-Farm gehen, wenn er möchte. Das ist super. Mach jetzt einen Baus, mach einen Bauschen. Geh hinter die Wave, farm die nächste. Schafft das? Er schafft es nicht. Er versucht das zu machen, aber er schafft es nicht rechtzeitig. Währenddessen Botlane, wir haben Double Flash Vorteil, wir haben Double Flash Vorteil, wir haben Double Flash Vorteil. Wir müssen Meta machen. Macht Meta, Fnatic, ja, ja. Anflashen, 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 anflashen. Big! Geiler Laneswap. So gewinnen wir gegen Korea und China. Das ist der Weg. Das ist, was wir wollten. Das ist der Weg. Das ist insane. Oh, ist das schön. Ist das schön. Und Pace und Lance ist suspekten. Das wisst ihr, warum die das so suspekten? Weil Pace, der war damals noch flüssig, als Lanesoft gespielt wurden. Der Mann war damals 7 Jahre alt. Nein, ja, nicht ganz. Er war 9 oder 10 oder so. Der hat keine Ahnung. Wir haben hier die erfahrenen alten Hasen. Wir haben hier Humanoid, der ist, keine Ahnung, 30 fast. Der war damals so lebendig. Pace hat keine Ahnung. Der hat Teletubbies geguckt. Oh, noch top, ey. Wir sind 2 Level vorne, wie vorhin angesprochen. Ist so geil, ne? Dieses Level 1, Level 3 ist halt so insane. Es ist big, es ist big, es ist big, es ist big. Jetzt mit denen noch ein weiterer, kleinerer Trade. Da kommt aber der Stern. Okay, Flash raus, ja. Ja, oh, er stackt am Klon sich hoch. Er kriegt plus 25. Gibt ja auch Stacks hier als Champion. Nee, schlecht, Mann. Nee, schlecht, Mann. Das ist das Jahr für Europa. This is it, Chat. It's great, it's great, it's great. Wir gewinnen ein Game. Komm, ein Game. Wir sind nur 200 Gold vorne, aber ich bin sehr glückselig, dass wir mal ein gutes Marco spielen und damit auch dieser insane starken Laning Phase von Korea aus dem Weg gehen. Weil Korea ein 2 gegen 2 und 1 gegen 1 beantworten zu wollen, ist einfach schon nicht mal mehr arrogant, auch nicht tollkühn, einfach nur dumm. Spiel Lane Swap und spiel mit Vorteil. Jetzt haben wir so einen fetten Vorteil Bot Lane und das Geile ist, wenn wir nur Jones Flash benutzen, also haben wir immer noch Flash Vorteil und guess what? Wir sind gleich Level 6 auf Noah. Also wir haben noch ein kleines Timing, wo Pace keinen Flash haben und keinen Cleanse haben sollte. Heißt, wenn wir wollen, Flash Ult von Noah, Pace ist nochmal tot. Das ist unser Play. Deswegen spielen wir jetzt auch Botside, die Gegner spielen Topside, die können gerne Topside spielen. Wir haben da oben den Zion, der hat Ult, der hat Ignite. Wenn der gedived werden sollte, könnte er sogar 1 für 1 traden. Und wenn er nicht gedived wird, kann er die Wave reinpushen lassen und einfach zur Lane zurück ulten. Hat quasi einen weiteren Teleport. Deswegen ist Zion schon immer der beste Lanesoft-Champion gewesen, denn er stirbt für Minions super gerne, kriegt also EXP. Er ult das Lane zurück, kriegt damit nochmal mehr EXP und wir diven Botlane. Pace hat keine Summoner-Spells, das ist gut. Aber Noah nimmt. Was war das denn, Noah? Warum hat Noah den Turm-Aggo genommen und die Bubble getankt und dann noch geflasht? Noah. Das hätte ein 2 für 0 Drive sein sollen. Immer noch geil. Okay. Nicht auf Glück sein. Fnatic macht gerade richtig Arbeit. Worldplay Fnatic. Noah gecringed, keine Frage. Wir kriegen genug. 2 Kills sind geil. 2 für 0 wäre deutlich besser gewesen. Vor allem, wenn wir noch Flash verloren haben. Jetzt sind wir auf einmal angreifbar. Wir haben keinen Summoner mehr. Wird Toplane getaucht auf der Wave. Gucken wir mal oben hin. Kennen den Vaded gerade, während Chovy halt mitten in eine Platte bekommt. Aber wir kriegen ein gutes Early Game. Und jetzt auch ein Double Kill für unsere. LeBlanc ist höchst fantastisch, aber Noah hat hier einfach Turmago genommen und hat die Bubble gefacetankt, ne? Einfach mal die Bubble flashen dann. Ja, ne. Das war's nett, ne? Das war's nett. Das war's nett. Das war's gar nett. Macht mich unglücklich beim Zugucken, aber ja, das kostet uns auch noch Humanoid Flash und halt Noah Flash. Beides unnötig, hätte den Clear Dive werden müssen. Und all das ist wegen Oscar im Early Game, weil er den Dive outplayed hat, weil wir Sion gedraftet haben und damit outplayen konnten, weil Sion der einzige Landswap Champion ist, der das hinbekommt. Es gab für eine Weile vor 8 Jahren oder vor 6 Jahren auch die Meta, dass die Leute wirklich eher für Cards gegangen sind, für die gleiche Mechanik. Du stirbst halt für die Wave.
Der Gegner findet dann teilweise Summoners oder du kriegst halt den ganzen Farmwert. Und vor allem auch, weil Carlos so gut Double jungeln konnte. Weil oftmals müssen Top-Laner ja im Early Game Double jungeln. Und dann müssen sie alleine 1 gegen 4 gedived werden. Karthus, Sion lieben das. Clearen gut den Wald, vor allem Karthus. Und wenn sie gedived werden, sterben sie gerne für die Wave. Klar, kein Ding. Gar kein Ding für die beiden Champions. Aber obviously Sion besser als Karthus, weil Karthus braucht halt Gold, Sion nicht. Aber er ist halt für die gleiche Situation auch stark. So, jetzt bitte mal zur Lane zurück ulten. Ne? Nicht gierig werden, Razok. Oscar. Einfach zurück zur Lane. Schön den Unstoppable Onslaught anwerfen, einfach zurück ulten und glücklich werden. Wir sind happy. Oh, shit. Kein Flash bei Noah. Das ist transparent als Zuschauer zu sehen, warum Botlane gefightet und gewonnen werden kann. Und dieses Missplay von Gen.G mündet darin, dass die Botlane gankbar werden. Ne? Dadurch, dass sie gemissplayt haben, wurden sie getötet. Weil dafür ist Chovy kein Flash mehr. Chovy ist auch tot, by the way. Man war, oh, hätte Stern noch abwarten können, aber ist fein. Leute, 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 wir können gewinnen. Wir können gewinnen. Wir können gewinnen. Aber Noah macht bisher echt keine gute Figur in all den Games. Noah und John wiederum? Auch nicht. Oh, ich wollte ihn gerade loben. Scheiße, Mann. Weil John war bisher sehr insane bei dem Turnier. Und jetzt wird Fortnite 2 gegen 2 gedoublekillt. Well, scheiße, I jinxed it. Jetzt Humanoid auch noch gegankt. Keen ist wieder da. Keen hat Ghost. Humanoid hat keinen Distortion, kein Flash. Okay, ja, ja, ja. Na gut, ne? Chat, und bei euch so? Wie ist das Wetter? Ja, Mats Hummels gestern Kopfballtor, ja krass. Heute Bayern, ja, ja, ja. Vielleicht deutsches Champions League-Finale ist krass, ne? Wird geil, freue mich drauf. Sieht halt nach dem Fußballmärchen aus für Europa, für Deutschland dieses Jahr, ne? Die EM und so und dann die Champions League, voll geil. Dann noch ein deutsches Team und noch MSI gewinnen. G2, freue ich mich drauf, wird auch geil, ja. Wird voll schön, ich freue mich drauf. Ja, wird schön. Wird ein gutes Event. Für Competitive Sports und so, ne? Super. Europa League nicht vergessen. Oh, was ist bei Europa League noch? Wer spielt da? I didn't know, sorry. Das gibt's auch noch. Das ist ja genauso verwirrend wie E-Sport. Kann sein, dass Fußball noch verwirrender ist als E-Sport? Warum gibt's denn die Champions League in Europa und dann noch die Europa League in Europa? Das ist ja wie LEC und EMEA Masters. Das ergibt gar keinen Sinn eigentlich. So, Oscar. Ja, I mean, der Lens ab jetzt ist gut. Wir gehen halt wieder weg aus schlechten Matchups, obwohl wir gleich wieder vielleicht Vorteil haben, ne? Ging damit Volt, glaube ich, verwertet und Oscar nimmt ihm sehr viel Damage entgegen, kann aber nicht wirklich direkt gedive werden, denn er ist Sion. Oder holt noch Ready, könnte also Recon zur Botlane ulten, das wäre gut. Das wäre doch gut, das wäre doch sehr, sehr gut, das wäre doch richtig gut, ey. Das wäre doch richtig, richtig gut. Und da kommt der Arrow, und trifft sogar, das ist geil, der hat keinen Cleanse, weil die hat noch Ult oben drauf. Oscar. Und jetzt Kill für Humanoid. Big. Ja, Mann. Sehr gut, weitermachen. Boys, wir sind in Gold vorne. Wir killen auch noch Lehens. Der scheiß Koi-Captain heute Abend gibt es Sushi. Mit, oh, warte, haben wir den? Ja, komm, er hat Distortion und Mimic Distortion. Und er hat die Ethereal Chain, muss sitzen. Easy. Da sitzt die Ethereal Chain am Ende für den Last Hit. Bounty von 600 Gold und 500. Fendig macht Meter und Chat. Wenn die Meter machen, machen wir auch Meter. Ab aufs Laufband. Ich muss Meter machen. Wenn die das hinkriegen, muss ich da rauch. Richtig insane. Sehr, sehr sexy. Humanoid ist jetzt so fett. Dass der Mann einfach LeBlanc blindpickt und damit so Erfolg findet, ist das schön. Sehr, 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 sehr nice. Jetzt Botlane TP, es hört nicht auf, Leute. Da ist ein Engage von Chovy, der damit Razorg vielleicht killen möchte, währenddessen Oscar dabei, Base zu gehen. Razorg ist safe, dead. Der hat gerade eben einen sehr gierigen Flash über die Wand benutzt, der ihm jetzt ja wirklich verheerend fehlt. Keen also mit einem Kill auf ihn, hat Ballout. Noch der erste große Stern, damit werden wir auch den Drachen verlieren. Ist aber nicht schlimm. Ist erst der erste Drake, den wir abgeben. Das ist komplett in Ordnung. Das ist komplett fein. Ja, geiler Engage. Oh, Kion. Er one-hitted ihn, by the way. Kauf Magi's, Bro. Die, oh, schönes Dance, nicht ganz Captain Jack. Er misst die Flash Q. Bitter. Jetzt kommt Kalligum drauf. Humanoid blockt das noch halbwegs für seinen Kollegen. Und Flash auf Pace drauf. Ja. Die. Nein, die gemisst. Aber 1-2-1. Ist scheiße, though. Wir waren fetter Bounty. Die E muss da sitzen. Jetzt kommt noch der Stern, der trifft alle. Noah hat kein Flash mehr, aber er lebt gerade so, bis er verendet. An was auch immer von Ace Soul. Jetzt kann er fliegen. Oh nein.
Oh, mach jetzt mal. Soll ich doch nicht aufs Laufband gehen? Die machen ja doch keine Meter mehr. Ach, wir sind zu gierig, Leute. Dass Noah dann seinen Turm runterflasht und versucht, den Arrow zu treffen, er misst den Arrow. Dann geht Yuma drunter, er misst seine E. Dann stirbt er und dann sterben noch zwei andere. Ach du Scheiße. Am Ende sind wir in Gold wieder even-ish, 200 Gold behind und even in Drakes. Also ist alles in Ordnung. Das ist das, was wir die ganze Zeit vom Turnier sehen wollten. Wir Lane-Swappen einfach, Bruder. Wir müssen nicht gegen Korea-China-Landing verspielen. Dafür sind Lane-Swaps da. Aber warum sind wir so fucking gierig, Noah? Einfach hier nicht flashen. Vor allem, weil der Arrow war ja sogar eine Reichweite ohne Flash. Er wollte halt den schwerer zu dodgen machen, aber, well, he misplayed. Und dann hier noch die Kette verfehlt ebenfalls sein Ziel. Und dann sagt Numenor, ey, ich kann eh nicht mehr zurückdashen und dann schon wieder zu sterben, also bleibe ich einfach da. Und benutze ich meine Distortion, ich trade immer ein 1-1 mit dem Auto-Attack. Zwar ein Bounty an den Gegner, aber immer ein 1-1. Und dann noch Noahs gescheiterter Flash war auch terrible. Oh, der Slow trifft immer hin. Der Arrow wird geflasht von Keen, ja, der ist raus. Der ist raus. So, Zeit für Meta. Ja, bisher wirklich, also meine große Hoffnung gegen Gen.G vor dem Turnierbeginn wäre wirklich gewesen, Botlane zu diffen. Botlane zu schlagen und zu sagen, wir sind auf Botlane aber das stärkere Team und die stärkere Botlane allgemein. Aber leider, bei dem Turnier bisher war Noah wahrscheinlich Fnatic's schlechtester Performer bisher. Vielleicht Nobilität, vielleicht was auch immer, aber auf jeden Fall läuft es relativ rough aktuell. Nicht wahr? Machst du nix. Ey, deine Pete, the only. Knapp für den Zapmann, willkommen. Danke dir, mein Dude. Eieiei. Wieso wollte Yuma noch nicht den Turm nehmen? Hat er noch einen Cannon in the Night? Okay, ja, die Kette leider verfehlt, aber trotzdem. Yuma macht sehr viel für unser Team. Was er allein kauft an Ressourcen des Feindes, die HP-Bars runterchunken, damit wir den Turm belagern können und so weiter. All das ist sehr gut von ihm. Da trifft nicht jeder Skillshot, kann man noch nicht erwarten, aber weil immer Yuma den Donk einloggt, ist das schon gefährlich, ne? Das ist für Cream gefährlich, wie auch für Chovy. Keine Frage. Humanoid macht das Early Game in unserem Interesse. Aber jetzt halt zwei Level hinter Chovy. Fährt den CS behind. Dann noch in Gold vorne. Wir haben gerade Level 10 geworden von der Botlane Wave. Chovy ist aber schon Level 11,5. Also, it blows. It blows, it blows, it blows. Jetzt fliegt Chovy nach vorne. Die Sejuani wird eingeflasht gemeinsam mit dem Stern. Das ist ein easy Double Stun. Aber immer noch kein Double Kill. Jetzt Kenny wird angegriffen und währenddessen Yuma in den Wecker drin. Er wollte nicht ganz le Hands, muss auf die Kette warten. Die Proc jetzt jumpt er zurück. Er ist eine Spiegel, deswegen dementsprechend an Page sterben. Und jetzt kommt Keen dazu. Das ist ein 4 gegen 5 gewesen. Jetzt wird es zum 4 gegen 4. Genau, oh mein, oh scheiße, scheiße, scheiße. Da ist die Vayne. Und das sind zwei Tanks gegen Vayne. Zwei Tanks gegen Vayne ist nicht, was du sehen möchtest, nicht, was du hören möchtest. Aus europäischer Fan-Caster-Perspektive. Keen, ja, Damage. Und bam, das wird nicht ganz genug, das ist wichtig. Noch ein paar mehr Punkte in die Silver Bolts reingesteckt werden. Level 13 und plus wird Keen immer gefährlicher. Aber LeBlanc ist, Vayne ist dieses Game echt sehr gierig gewesen. Und die ist auch nicht so geil gegen LeBlanc, sie ist nicht gut gegen Varus Ashe. Sie ist auch nicht toll gegen Simsao, sie ist bloß sehr gut gegen Sion. Gegen Sion kannst halt nie getroffen werden von seinen Qs, auch nicht von seiner Ult. Und seine Q kannst du, wenn du willst, sogar abbrechen mit Condemn. Bei Sider wird später ein Problemfaktor, aber dafür haben wir Teleport-Vorteil. Dafür von Gold sind wir komplett fein dabei. Was der größte Brennpunkt-Herd, den ich sehe, ist, dass wir jetzt kein einzige Wave mehr mit der Priorität kriegen werden, ne? Blue-Schnamen, wir sind auf zwei Items, das heißt, jede Wave von Contested, so wie die hier, das ist ja die erste Wave von vielen, die so aussehen wird, dass wenn wir nach vorne laufen, wir einfach angegriffen werden. Oftmals sogar von Blue-Schnamen alleine, auch im 2 gegen 4. In dem Fall halt im 4 gegen 4, 4 gegen 5 sogar. Und am Ende traden wir halt einfach schlechter als die Gegner. Jetzt wird Humanoid wieder angegriffen, der ist so far behind in EXP. Oh, oh, Top-Lane, jetzt Flash Engage, aber der Arrow ist geil, Mann, wichtig, Humanoid. Bleibt am Leben. Ult kommt. Wo kommt der Sion her? Bruder, was für ein Taxi hat er genommen? Er ist einfach da. Ist Kennen auch noch tot? Das ist insane. Warte, Guys can be Herald? Guys can be Base for Drake? Insane, by the way. Die wollen um ihre Vayne herumspielen und realisieren nicht. Also, Gen.G trollt heute ein bisschen. Finde ich ehrlich gesagt fett von Gen.G. Weil sie haben jede Wave mit in Priorität und alles, was sie machen müssen, ist für Lucian Nami spielen. Sie spielen für Vayne und sterben. Was geil, zu bestrafen das Ganze. Wenn sie halt Lucian Nami Priorität kriegen würden und dann Toplane ganken, wäre es geil. Mein erster Instinkt war zu denken, dass Toplane nicht klappen würde für Humanoid. Aber dann habe ich die Minimap gesehen. Right, weil wir kamen aus dem Replay. Bruder, da ist Vayne Lucian Nami noch beschäftigt, einen Turm zu nehmen. Am Ende kriegt Gen.G zwei Turrets, wir kriegen zwei Kills. Immer noch Vorteil für Gen.G, aber wir haben jetzt theoretisch Setup für Objectives und nutzen das sofort. Kriegen Herald. Heißt, zwei Kills plus Herald mündet meistens auch daran, dass wir halt einen Turm bekommen. Klar, wir haben jetzt schon zwei Turrets verloren für diesen Play, aber wir kriegen mindestens einen und halt Gold. Von den Kills selbst Richtung Items zu erwerten, wäre nicht schlecht. Jetzt direkt Herald Mitte einsetzen, ehrlich gesagt, und den auf den Drachen scheißen. Ich würde wirklich Herald einfach einsetzen und den Drachen einfach liegen lassen.
Aber wir haben keine Ult ready bei Oscar. Jetzt ist der Ash Arrow wieder da. Wir fliegen nach vorne und Junior ist direkt tot. Auch noch geflasht. Warum haben wir nicht Hurricane gespawnt, Boys? Warum mussten wir den Drake Fight nehmen? Ach man. Schöner Double Flash im Moment, die Bubbles überleben von der Hands. Hier wird Oscar noch gechased von Drachen. Wir hatten keine Ults ready. Wir hatten kein Positioning. Wir haben noch nicht das Gold eingecashed vom Double Kill. Wir könnten Harold Mitte spawnen. Wir könnten Harold Toplane spawnen für zwei Turrets, wenn der Gegner Drache macht. Es ist der zweite Drake. Einfach abgeben. Legit, scheiß drauf, Diggi. Wie viel Gold? Du gewinnst diese Fights nicht. Allein wenn ich Juggernaut und Trophy vergleiche, habe ich Angst. Juggernaut ist bei zwei Items, aber er ist bei zwei Level Defizit. Drache ist schon bei 60 Stacks vor der Zeit. Das ist eine Menge. Ja, ärgerlich. Das können wir anders spielen. Jetzt Oscar da, um einfach First Strike zu geben. Ein bisschen ausgeschlachtet, aber wir tippen rein. Okay, ja. Und danach Harold, bitte. Wir nehmen das Gate, bitte nämlich das Gate. Wir haben noch geghostet von Summoner Spellbook auf Sion, aber bitte, 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 bitte. Don't end. Just spawn, Ray. Just spawn Harold. Bitte. Einfach zwei Turrets nehmen. Anderthalb. Das ist so traurig. Das hätten wir besser spielen können. Es ist Sadness, Aberdeen. Das ist so eine Shitshow. Beide Teams gerade absolut terrible. Nee, nicht so. So schlimm jetzt auch nicht, mein Freund. Also es werden immer wieder Fehler gemacht, keine Frage. Aber dieses Chaos-Game ist das, worin Fnatic aufgeht und brilliert. Und das, was Genji jetzt mitspielen muss, seit des Lane-Swaps. Also hat Fnatic schon sehr gut dafür gesorgt, dass es überhaupt so entstehen konnte. Und am Ende ist halt, ja, ein paar Fehler auf jeden Fall passiert. Dass Genji jetzt davor halt den Top-Lane-Gang durchzieht, ist schon nicht so geil. Aber das ist immer so, viele Leute im Chat immer verwechseln zwischen Lane-Swap und Shitshow. Lane-Swap erfordert ein anderes Makro. Das ist nicht dann, nicht weil auf einmal Keen Level 1 Mitte gankt, ist deswegen sein Play schlecht. Es sieht zwar wild aus, wenn der Top-Lane Level 1 Mitte mit dir die Wave farmt und reinpusht, oder der Mitte in der gankt Level 1, aber ist nicht deswegen Troll. Was soll Vayne sonst machen? Also, nicht irgendwie Lane-Swap schnell against Games verwechseln mit schlechten Game. Lane-Swap ist sogar sehr, sehr schwer gut zu spielen. Aber ja, gerade eben definitiv. Denn die zu kritisieren für den Play, den sie Top-Lane gemacht haben, korrekt. Danach fände ich, dass sie nicht Top-Lane mehr machen und Harold und so spawnen, auch korrekt. Aber das waren jetzt zwei schlechte Plays, deswegen war das Game oder die Series nicht allgemein scheiße. Danke dir, Astreon, für den Sub, Mann. Willkommen, Bro. Danke dir. Ich finde die Performance von Noah heute absolut enttäuschend. Noah hatte bisher ein sehr schlechtes Turnier, keine Frage. Aber du bist halt wirklich, was soll ich sagen, das ist ja immer wieder der Kritikpunkt an Europa und generell am Westen. Wir lernen halt nicht viel in Laning Phase, beziehungsweise in unseren jeweiligen Matchups, right? Also ist halt ein Unterschied, ob du gegen koreanisches LCK-Duo spielst oder halt gegen europäisches. Und wenn wir ehrlich sind, hat Mickey und Hans auch einen sehr schlechten Split dieses Jahr im Frühling. Also, ja, unsere Botlanes sind aber nicht so mächtig, sind nicht so mächtig wie die Koreaner und die chinesischen Botlanes. Deswegen Lanesop mehr. Deswegen hat G2 mit Lanesop angefangen. Weil sie genau das üben wollten, weil sie genau wussten, das wird schwer werden. Und das sehen wir halt. Es wird halt schwer. Keine Frage. Mickey fand ich noch ganz okay. Oh wow, dann findest du ihn besser, als ich selbst fand. Auch er hat also gerade für den Nordteil des Games sich sehr... Oh wow, wir haben erst scheiß drauf. Und G2 jetzt erstmal Pi Topzeit. Das ist gut für uns. Canyon überlebt nur gerade so. Durfte sich ein bisschen hochheilen, weil der Knight zwar auf Chovy gebindet hat. Dem Heilung gegeben. Jetzt geht Chovy rein. Ausgenommen sehr viel Damage. Wird auch geslowt. Währenddessen im Keen Botlane-Turm. Das sollte auch ein Free Toilet für ihn werden da unten. Razorg muss hier ebenfalls rausflashen. Und Genji macht das super. Kaufen sehr viel Zeit im 4 gegen 5. Wir kriegen nichts. Währenddessen verlieren wir den Botlane-Turm. Auf so Half HP, 1 HP. Ein bisschen niedriger als das. Ne? Die Void Grubs helfen halt sehr aus, um mehr Push zu bekommen. Ärgerlich definitiv aus unserer Perspektive. Aber jetzt kommt ein Arrow reingesegelt. Keen. Er ist tot. Big. Sehr, sehr wichtig. Die 100 wartet außerhalb seiner Reichweite auf seine Spells. Wird er nach vorne W, Auto Attack. Nein, er ist nicht tot. Mit Double TP. Okay, Action. Chovy ist auch mit von der Partie. Wir wollen für den Kampf gehen. Humanoid wird kurzzeitig geslowt, aber am Ende kauft man einfach nur von beiden Seiten Teleports. Und ja, Keen verliert noch Ghost und kann rauskommen. Am Ende vielleicht sogar Winning für uns. Teleport für Teleport, Ghost für nichts. Aber da hat er eben keinen Kill auf Botlane, wie ich dachte. Hätte gedacht, dass Humanoid da mehr Damage hat, beziehungsweise früher da sein kann. Scheinbar hat er noch die Wave gefarmt oder ich weiß nicht, warum er keine Ult-Up hatte. Vielleicht hat er ein Reichweite-Double-Distortion benutzen müssen, aber vielleicht habe ich da was nicht gesehen. Ist halt, wenn unser Champion mit 8 Kills eine Vayne nicht killen kann. Ja, Humanoids muss halt in Reichweite wählen, ne? Er musste ja W-Ult benutzen, right? Ja, er hat seine beiden stärksten Spells benutzt, um in Reichweite zu kommen. Dementsprechend hat er kein Damage mehr gemacht, ergibt Sinn. Ist, glaube ich, auch korrekt gewesen, von Humanoid zu warten, damit Keen nicht auf den Arrow guckt. Weil wenn Humanoid halt die Wave nicht farmt, dann würde Keen halt entweder den Arrow flashen oder vor allem queuen können. Ich glaube, darauf zu achten war schon korrekt. Jetzt spawnen wir Harold für den Drachen Numero 4. Numero 3 für Genji, Numero 2 für uns, aber 4 insgesamt. Und wir steigen ein, fahren los. Drake in 40 Sekunden. Wir kriegen auf jeden Fall Mitte Prio.
Scheiße! Ach man, Alter. Ich verstehe sogar, dass er aussteigen will, ne? Wenn die Ash einsteigt, dann darf sie, wenn sie reinfällt, wird sie ja direkt getötet. Aber es ist so toll. Ach du heilige, schmerzhafte Situation, die mein Herz bedrückt, beklommen macht. Ja, scheiße, Mann. Nach geilem Early Game durch Lane Swap und Competitive. Marco Game im Early Game, wo wir tatsächlich sogar richtig viele Wins im Marco Game dabei hatten, verlieren wir jetzt einfach sehr, sehr hart im Midgame. Kein einziger Play ist mehr in irgendeiner Hinsicht gut. Wir contesten trotzdem konsequent weiter. Den Harold, den wir uns so teuer gekauft haben, für zwei Turrets haben wir mit zwei Turrets haben wir bezahlt, verlieren wir jetzt hier für nichts. Für den Fall, für den Drachen. Wir hätten safe mit Harold Top-End zwei Turrets nehmen können, direkt nachdem wir ihn gemacht haben. Wer dagegen noch Bottom gepusht hat, fahren hier gegen die Wand, weil wir aufsteigen wollen. Dann flashen wir, Ult Engage an den Adro. It ain't winnable at this point. It ain't winnable. Dieser Fight ist immer zu Ende. Und dabei Drachenfight jedenfalls verloren. Pace wartet darauf, dass die Ult ausläuft von Razor. Dann ultet er rein. Oscar muss blocken. Und Humanoid kriegt so auf die Fresse von Rapid Fire plus Static Shift. Ne? Lucian plus Nami. Bob, Bob. Ah, keine Chance an dem Punkt. Immer lost dieser Fight. Kinder aber auch noch nicht runterrennen. Immerhin stirbt er dafür. Aber ja, es ist wirklich, wirklich, wirklich sad. Sadness Everdeen. Lucian Nami ist einfach die wichtigste Combo in Landing Phase zu spielen, im Midgame zu spielen. Landing Phase können sie besiegt werden. Landing Phase haben wir nicht gespielt, weil wir Lane swappen mussten, wegen Sion gegen Vayne. Ergibt Sinn. War auch gut für uns. Aber auch den Menges haben wir das bekommen und dann einfach schlecht gedived bei Noah. Ab dann wurde das Game schon härter. Ehrlich gesagt, wenn Noah einfach die Bubble nicht face tankt, gewinnen wir, glaube ich, einfach sehr hart early in Botlane jetzt. Das war auch gerade schlecht von Fnatic. Sie eskortieren nicht Noah rein. Gen.G sieht das sofort und das ist so das Ding, was auch Medic vorhin meinte. Gen.G, wenn Fehler passieren, ein kleiner Fehler, sie reißen den Arm aus. Das passiert instant. In Europa kommst du zurück. Wenn du eine Wave schlecht spielst und eine schlechte Rotation hast, du kommst ins Game zurück, die Gegner bestraft dich direkt. Der koreanische Back-to-Back-to-Back-to-Back-Champion bestraft dich. Gen.G ist nicht umsonst viermal eine Folge aktuell. Meister. Ja, und gerade ist es für sie einfach nur simples Snowballing. Sie haben Seele als Win-Condition, sie haben Nature als Win-Condition, sie können es einfach direkt Nash machen. Zwei Crit-Eddy-Carries plus halt eben Aesol. That is free mit Vayne, Lucian, Aesol. Sehr viel DPS aus Objective. Und das ist tot, bevor irgendjemand von Fnatic da sein kann. Damit also das wahrscheinliche 3-0, aber es war ein Competitive 3-0 in Game 2. Ja, Game 2 war nice auf Fnatic gespielt, passt sogar wunderbar im Late Game. Am Ende hat uns Aesol outscaled diese Runde. Würde es ein ähnlicher Tenor werden, wo es halt früher, Aesol ist jetzt schon sehr, sehr, sehr hart gespiked. Ist kurz vor Seele, hat Nash, hat Stacks. Trotzdem kommt er mit an Humanoid für diese Longpicks, ne? Wie oft was er auf der Karte machen kann, immer wieder im Early Game, ist echt geil. Und wenn wir weniger Fehler machen würden, auf der, vor allem Botlane, können wir damit auch mehr Snow wollen. Weil sonst verliert der Humanoid einfach Sachen in Midlane und wenn Noah dann Fehler macht und stirbt, oder halt Flashes verliert und deswegen später stirbt, dann ist es halt für uns einfach ein riesiger Bummer, der sich durchsnummern wird. Ja, dieser Goldgraf wundert mich jetzt nicht so sehr. Wenn Vayne im Late Game einfach Sound hittet, macht er halt immer viel Damage. Keiner tötet Tanks besser als Vayne bei Gen.G. Von daher, I guess Aesol tötet besser Tanks, wenn er was zugedrückt halten darf mit 606 später. Let's go MSI mit dem besten offiziellen deutschen MSI-Streamer. Hey, liebe Kaiserus, mein Freund. Ja, das war natürlich auch die Angst in der ersten Runde. Dass wenn die kleineren Regionen gegen die größeren spielen, es 3-0 wird. Gestern 3-0, heute 3-0, morgen 3-0, übermorgen hoffentlich nicht 3-0. Das war so die Haltung des Westens allgemein. Alle unsere Teams sind nicht so geil, aber dann gibt's noch die Two und die sind krass. Hoffen wir drauf, dass es zur Wahrheit werden kann. Sound stirbt hier für Wave Clear. Smart von Oscar, gut gemacht. Die Leiche kann noch ein paar Minuten steppen. Nö, ja, noch klar. Währenddessen Toplane wird durchgepusht, Rase wird auch noch geultet und Gen.G kriegen Nash und wollen enden. Jetzt die Video dort rein. Letztes Aufbäumen von Fnatic. Wenn wir keine Vaultes kriegen können, dann war es das. Canyon wird anti-peed, aber Canyon ist nicht so tanky. Wird gewonnen. Jumula wird aber vielleicht getradet, auch direkt tot. Gott, gleicher Chovy auf dem Aso. Bereits in der 28. Er segelt wieder nach vorne und guckt ihn euch an. Er ist Mr. Perfect. Der Mann verliert nicht. Er geht legendär. Geht für den nächsten Reset. Ja, er geht 9-0. Double Kill jetzt hier am Ende. Sehr, sehr dominant. Einmal Nash bekommen, direkt enden. Oscar spawnt in 5. Chovy will recall TP'en. Ich glaube nicht, dass sie enden können, wenn Oscar reinultert. Das kann man noch kurz halten. Right? Oscar lebt und er ist useless. Yup. GG's Gen.G. Sehr, 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 sehr geiles Game. Aber wirklich. Fertig, ein tolles Early Game. Viel besser als davor. In Game 1 hatten wir einfach gar keine Chance, sonst liegen. Game 2 war super competitive für Mid- und Late Game. Game 3 war richtig geil im Early Game, aber nicht mehr im Mid Game. Gen.G zerstört Fnatic in Game 3. Geile Series von Gen.G. Es war das zu erwartende Resultat. Müssen wir nicht drüber reden. Wir haben auf 3-1 gehofft. Ich habe gesagt, 10% Chance, 10% Hoffnung. Nope. Not meant to be. Und es wundert uns nicht, gegen Gen.G zu verlieren. Absolut keine Schande. Großer Favorit fürs Turnier.
Man kann darauf hoffen, dass Genji choke und dann vielleicht verliert gegen T1, vielleicht verliert gegen BLG. Fingers crossed für G2, aber dafür muss G2 erstmal gegen T1 gewinnen, den zweiten Platz aus Korea. Aber dieser zweite Platz hat 5 Games gegen Genji gespielt und Chobi meinte auch, stärkste Team aktuell. Von daher, well,